Richtig schlechte Nachrichten für die SPD, denn ihre parteinahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat jetzt eine Studie veröffentlicht zum Thema Wie tickt Thüringen? Ja, und die Ergebnisse dieser Studien, wo eben zahlreiche Leute, die dort in Thüringen wohnen, befragt wurden zu ihrer Lebenssituation und zu ihren politischen Entscheidungen, ist eine schiere Katastrophe für die SPD. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, schauen wir uns doch einfach mal hier diese Studie an, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung eben das CIVI oder CIVI, wie auch immer, Umfrageinstitut durchgeführt hat. Und ich habe euch mal die spannendsten Stellen hier aus der Studie direkt rausgesucht. Insgesamt schon mal natürlich eine komplette Katastrophe für die SPD. Und das werden sie dann auch in ihrem Fazit schreiben. Also ich meine natürlich die Friedrich-Ebert-Stiftung. Dass eben fast die Hälfte, nämlich 47% aller Wähler in Thüringen sich vorstellen könnten, nein, nicht die SPD zu wählen, sondern die AfD. Und was das noch für den Wahlkampf beziehungsweise für die Wahl und für die auch die Regierung in Thüringen bedeuten könnte, das erfahrt ihr gleich. Aber jetzt schauen wir erstmal ein paar spannende Statistiken und Fakten an. Als erstes schon mal interessant, dass die Wahlbeteiligung dieses Jahr wohl viel höher liegen könnte noch als bei vorigen Wahlen, denn insgesamt haben 93,5% angegeben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie zur Wahl gehen. Wir wissen natürlich aber auch, dass nur weil jemand in einer Studie oder Umfrage angibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er wählt, das halt nicht bedeutet, dass es tatsächlich auch stattfindet. Aber gemessen an einer Wahlbeteiligung von 65% bei der letzten Landtagswahl könnte die Wahl dieses Jahr sehr viel mehr Leute in Thüringen motivieren, tatsächlich auch hinzugehen und abzustimmen. Laut den aktuellen Umfragen von CIVI oder CIVI, sage ich jetzt einfach, ist das die aktuelle Verteilung. Und das ist vor allem deshalb relevant, weil, wenn wir jetzt auf die Grünen kurz mal und auf die FDP schauen, wenn diese beiden nicht in den Thüringer Landtag mehr einziehen, was durchaus sein könnte, dann würden der AfD schon um die, ich glaube, 42% für die absolute Mehrheit reichen. Das heißt, sollte die AfD bis September nochmal 7 Prozentpunkte zulegen, was natürlich richtig sportlich ist, dann könnte es zu einem absoluten historischen Wahlergebnis für diese Partei kommen und sie könnte alleine in Thüringen durchregieren, was natürlich bei der SPD und den anderen Altparteien zu einem kompletten Chaos führen würde. Jetzt geht's aber langsam richtig los, weil hier ist jetzt mal die Alterskohorte aufgesplittet und das ist richtig interessant, weil sehr häufig geht ja noch immer so dieser Mythos um, ja, die ganzen alten weißen Männer vom Land sind ja die, die die AfD wählen. In der Praxis ist aber genau der umgekehrte Fall hier rauszulesen, denn wir sehen jetzt hier, dass insbesondere junge Wähler hier die AfD wählen würden, also 47,5%. Die dunkelblauen sind hier die CDU, ja, nur 7% Grüne, also so von wegen hip und modern und grün. Das wird hier gerade mal von 7,4% der Jugendlichen und also jungen Erwachsenen noch akzeptiert. Und hingegen sind die älteren Leute vor allem die Linken und zwar auch die AfD, aber auch halt hier dann CDU und so weiter eben wählen. Und jetzt ist euch eine Sache hier aufgefallen, das ist echt krass. Und zwar jetzt achtet mal auf die SPD, ne? Hier, schaut mal bei den Jungen. Also entweder das ist jetzt ein Studienfehler oder so. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass gar niemand, wirklich niemand von den jungen Leuten die SPD wählt. Also es müsste doch irgendwie 0,1 oder 0,2% sein. Vielleicht ist das einfach nur ein statistischer Fehler jetzt oder irgendwie sowas. Aber insgesamt wurden halt 1500 Leute hier befragt. Und das ist ja echt heftig, oder? Und weiter geht's. Hier steht jetzt zum Beispiel, nach der beruflichen Stellung zeigt sich, dass die Hälfte, also mehr sogar, der Arbeiter halt die AfD wählen würden, während es bei den Beamten nur beispielsweise 25% sind
und vor allem bei den Beamten die höchsten Zustimmungswerte die SPD und die FDP noch hat. Ja? Da muss ich die FDP ja auch langsam fragen, was ist eigentlich in der FDP los und falsch gelaufen mittlerweile, dass die meisten Beamten mittlerweile die FDP wählen würden. Jetzt werden wir mal zu den Themen gehen. Hier ist auch interessant, ne? Weil was geht die ganze Zeit durch die Öffentlich-Rechtlichen durch? Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. Hier sehen wir aber, die Themen, die wirklich die Leute interessieren, sind Migration, Zuwanderung. Dort sieht man eben die Probleme, die gelöst werden müssen. Klimawandel, Umweltschutz, nur 5,3% der Thüringer. Wirtschaftliche Entwicklung und ganz zentral Bildung. Ja, die sind die beiden wichtigsten Themen, die jetzt eben hier von der Bevölkerung gelöst werden soll. Also die Bevölkerung an die Politik richtet, meine ich natürlich. Und Sicherheit im öffentlichen Raum ist auch ein ziemlich großer Balken, so wie die Familienpolitik. Ja? Also Klima ist mit Abstand das unwichtigste Thema für die Thüringer. Das ist auch interessant, hier nochmal festzuhalten. Weil wenn man das auch jetzt medial verfolgt, ja, dann sieht man ja auch, da ist das Ganze immer so irgendwie so ein bisschen anders dargestellt. Und das ist deswegen auch so relevant und so interessant, weil natürlich auch das Vertrauen in die Medien auch damit einhergeht, wie sehr man sich ernst genommen fühlt, ja. Und jetzt kann natürlich irgendwelche Rundfunkräte und irgendwelche grünen Politiker, die dort in diesen Rundfunkräten sind, natürlich immer so ihre Themen versuchen durchzubringen und die Leute damit permanent zu indoktrinieren mit diesem Thema. Wenn aber das nun mal nicht das ist, was dich im Alltag beschäftigt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Leute halt immer weniger und weniger diese Art von Fernsehen und so weiter eben schauen. So, richtig interessant wird es jetzt hier, ne, wenn wir mal kurz auf die Zufriedenheit der Parteien gehen, beziehungsweise wo die einzelnen Parteien jetzt wirklich bei den Leuten als kompetent angesehen werden. Und das, muss ich wirklich sagen, war die spannendste Grafik von allen. Weil schaut mal nämlich hier, ne? Hier seht ihr, welcher Partei in Thüringen trauen sie am ehesten zu, die wichtigsten Probleme zu lösen und jetzt ausgewertet nach Wahlabsicht. Man kann also hier nicht nur sehen, wer will jetzt welche Partei wählen, sondern wie überzeugt bist du auch von der Kompetenz, dass diese Partei die Probleme löst. Und das ist wirklich unfassbar. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, nur 73% der CDU-Wähler glauben, dass die CDU beispielsweise auch am besten die wichtigsten Probleme löst. Ja, zum Beispiel glauben eben 8,6% der Unionswähler, dass eigentlich die AfD besser die Probleme lösen würde. Ja, man kann auch das hier so ein bisschen als kognitiven Dissonanz-Score werten, weil eigentlich würde ja ein rational denkender Mensch sagen, naja, ich wähle schon die Partei, der ich am meisten zutraue, die Probleme zu lösen. Alles andere macht eigentlich sachlogisch gesehen keinen Sinn. Aber jetzt schaut mal beispielsweise, bei der SPD glauben gerade mal 50% der Wähler, dass sie die Probleme lösen wird. Und das ist natürlich deswegen auch so interessant. In den USA gibt es ja immer diese Swing States, ne? Und hier könnte man sagen, die Parteien, wo hier diese Wähler am wenigsten glauben, dass diese Partei die Probleme löst, sind natürlich jene Wähler, die wahrscheinlich auch noch überzeugt werden könnten, jemand anders zu wählen. FDP auch Katastrophe, nur 53,8%, aber immer ein bisschen besser noch als die Grünen. Und Grüne hier auch nicht wirklich gut. Und ich meine SPD davor, ja. Bei den Linken ist das noch ein bisschen besser, genau wie bei der Union. Und den besten Wert erzielt tatsächlich die AfD. Das heißt, die AfD-Wähler sind sehr viel überzeugter davon, dass eben auch die Partei selbst die Probleme löst. Wohingegen bei den anderen Parteien, vor allem insbesondere, wie gesagt, FDP und SPD, die Leute halt eben gar nicht so wirklich überzeugt sind. Das fand ich ja wirklich auch sehr interessant nochmal als Statistik und als Studie, ja. Scheinbar ist es halt einfach so, dass immer das gesamte Vertrauen in die Altparteien eben nicht mehr so hoch zu sein scheint. So, hatten wir noch eine andere Grafik? Es gab dann noch so die Zufriedenheit der in die allgemeine Politik in Thüringen, beziehungsweise in einzelne Politiker auch. Das fand ich jetzt nicht so interessant. Da war eigentlich flächendeckend die Unzufriedenheiten sehr, sehr, sehr hoch in alle
Politiker, ja, also vor allem natürlich ganz vorne dabei Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten, ne? Da sind halt 52% der Leute unzufrieden und ungefähr hier knapp 13% oder so sind eben sehr zufrieden und immerhin insgesamt hier so 35% sind allgemein zufrieden. Das sind wahrscheinlich noch Zustimmungswerte, die Olaf Scholz sich im Bund wünschen würde, ja, wenn er noch so viel erreicht. Aber insgesamt die Zufriedenheit natürlich auch nicht unbedingt hoch mit der Politik in Thüringen. So, und jetzt scroll ich noch mal ein bisschen runter, weil ich hatte am Ende noch ein spannendes Fazit auch in der Nachbetrachtung, was ich natürlich schon wieder so echt, muss ich nur wieder sagen, so an den Kopf hauen muss. Vor allem insbesondere, wenn wir uns anschauen, welche Gesetze gerade in Deutschland so gemacht werden sollen. Demokratiefördergesetz und all diese ganze Kram, wo mittlerweile immer lauter die Stimmen werden, was das für ein demokratieverachtendes Gesetz ist und so weiter. Wir waren ja mal wieder eine der ersten, die darüber direkt berichtet haben, weil ich mir die Pressekonferenz sofort angeschaut habe. Und jetzt sieht man immer mehr und mehr Medien und Staatsrechtler und so weiter, die davon Wind bekommen, fangen jetzt an, das Ganze zu kritisieren, ja. Und jetzt ist aber auch, ne, dass die hier in ihrem Fazit Folgendes schreiben, ne, es ist wirklich unfassbar, ne, was sie in der Studie hier gar nicht übrigens ermittelt haben, ne. Nach der Definition des Bundesamts für Verfassungsschutz bedeutet dies, dass diese Partei mit wesentlichen Inhalten in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz steht, also die AfD, ne, was natürlich kompletter Quatsch ist, aber wir kennen ja mittlerweile die Einordnung dieses politisch sehr neutralen Verfassungsschutzes. Je jünger die Befragten sind, je niedriger die formale Bildung und je geringer die Bevölkerungsdichte ist, desto höher sind die Zustimmungswerte, also für die AfD. Und noch ist damit nicht alles gesagt. Es sind insbesondere gefühlte Krisenerfahrungen und damit verbundene Entsicherungen, die Erfolgs- und Leistungsidentifizierten auch und gerade in der Mitte der Gesellschaft ins Autoritäre und Illiberale driften lassen. Ja, also die bezeichnen ausgerechnet die AfD als autoritär und illiberal. Wer will denn die anderen Parteien und die Opposition verbieten? Will das die? Habt ihr schon mal von der AfD gelesen, dass sie die Grünen verbieten wollen? Oder die CDU oder die anderen, ja, wer bezeichnet denn nur ausschließlich sich selbst als Demokraten und die anderen nicht, ja? Wer erlässt denn ständig permanent illiberale Gesetze, die sich immer mehr und mehr in das Leben der Allgemeinheit und so weiter einmischen, ja? Und wer wird im staatlichen Auftreten auch immer autoritärer, ja, nach dem Motto, wer den Staat verhöhnt, der muss den starken Staat zu spüren bekommen. Und Haldenwang sagt sogar, wir dürfen nicht zulassen, dass sich dieser neue Sprachgebrauch in die Köpfe einnistet und so weiter, ja. Und eine Lisa Paus von den Grünen sagt beispielsweise, es gibt Leute, die ihre Meinungsfreiheit im Internet unter der Strafbarkeitsgrenze ausnutzen. So, oh ja, sorry, dass wir unsere Meinungsfreiheit ausnutzen. Oh, es tut uns aber leid, ja. Und dann wollen die uns hier behaupten, ja, dass das autoritär und illiberale ausgerechnet die Partei ist, die mehr Volksentscheide will. Also wo mehr Volk tatsächlich entscheidet. Also jetzt am Ende wollen die uns tatsächlich noch erklären, dass der Souverän, also die Mehrheit des Volkes, dass das sozusagen autoritär ist, ja. Also ihr ganzen bösen Bürger, die doch mehr selber mitentscheiden wollt und selbstbestimmt seid, ja, das ist doch autoritär, weil ihr die Macht ja nicht abgeben wollt an den Staat und an Nancy Faeser, die das alles viel besser wollen. Deswegen seid mal nicht so autoritär, ja. Also, das ist schon wieder eine Sache, wo ich am Ende denke, weiter weg von der Realität kann diese Friedrich-Ebert-Stiftung eigentlich gar nicht sein.